Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Doro von www.dorostempelt.com und heute möchte ich mit euch mein erstes Mini-Album basteln. Ja, es ist jetzt nicht mein erstes, weil ich habe es jetzt tatsächlich schon 5-mal gebastelt. Ich kann euch sie aber leider nicht zeigen, weil ich da schon die Fotos reingeklebt habe. Aber es ist mein erstes Video-Mini-Album. Ich habe es auch, sage ich mal, auf einer Inspiration von der Kreativpause aufgebaut. Das Video findet ihr in meiner Infobox. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz allein auf meinem Mist gewachsen. Ich habe es aber erweitert. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen 6 Stücke, meine ich. Marineblau, und ich meine, man kommt mit 6 aus, weil wir machen auch noch Klappen. Nein, 7. Zur Vorsicht mal 7. Das Album als solches hat 5 Seiten, aber wir werden auch noch Klappen gestalten. 2, 4, 5. Also ich werde dann gleich noch 2 mir rausholen wahrscheinlich. Genau. So, für die Dekoration werde ich, da es ein Mini-Album für einen Herrn werden wird, das Designerpapier Golfclub nehmen. Aber nicht die Golfseite, sondern jeweils die andere Seite. In der Hoffnung, dass ich genug habe, ohne Golfmotiv, sondern halt so mit Rauten etc. Genau, aber das wird genommen und das passt auch zu dem Herrn, für den ich das bastel, weil der ist schon farbenfroh für einen Herrn, aber trotzdem gedeckt. Ja, halt männlich farbenfroh halt, ne? So, die beiden Sachen brauchen wir auf jeden Fall für dieses Album. Und wir fangen jetzt einfach mal ganz simpel an. Das heißt, wir nehmen uns das Schneidebrett, machen uns das natürlich auf, wie üblich. Für das Cover werden wir wahrscheinlich noch Designerpapier Faunpracht oder so ähnlich heißt es, glaube ich, benutzen. Das ist schön dick und das hält dann ein bisschen besser, ist mir aufgefallen. So, wir nehmen uns ein DIN A4 Blatt und kürzen uns die 21 cm Seite auf 15,5. Das wird das Cover. Okay. So, jetzt schneiden wir uns 4 Seiten und zwar bei 15. Wir nehmen auch hier wieder die 21 cm Seite und kürzen uns die auf 15. Und hier werden wir gleich die Seiten jeweils entsprechend kürzen. Okay, und das jetzt 4-mal. Also einmal 15,5 mal DIN lang und 4-mal 15 mal DIN lang. Ich bin so ein bisschen nervös, euch sowas vorzubasteln, weil ich weiß, dass es viele Profis gibt beim Thema Mini-Album da draußen. Und ich mit meiner Minimal-Erfahrung, ja, ne? Bastel euch das jetzt vor. Aber okay. So, dann nehmen wir uns jetzt zuerst mal das Cover, damit wir nicht durcheinander kommen. Und falzen uns das Cover. Moment, ich muss meinen Spickzettel rausholen. Und auch aufpassen. Und gleich bei den Klappen muss ich wieder messen. Ich habe mir das zwar aufgeschrieben, aber irgendwie komme ich mit meinen eigenen Notizen nicht zurecht. Das ist wie üblich, ne? Ich schreibe mir es auf und ja, wenn ich es dann für euch basteln soll, ja, dann werde ich echt unsicher. Aber das kennt ihr ja mittlerweile. Also, Cover falzen. Wir legen uns die 29, noch was, also die lange Seite an und falzen. Das erste Mal bei 10,5. Schön gut falzen. Das nächste Mal schieben wir auf die 13. Wieder schön falzen. 23,5. Und 26.
26. So, das ist das Cover. Jetzt falzen wir uns sozusagen die erste Seite und die legen wir an bei 10 cm. Bei 12 falzen wir jetzt und zwar auch wieder die den langen Seite, also die 29 Komma Seite. Ne? 12 cm. Jetzt gehen wir auf die 22 cm, weil wir wollen ja eine Fläche 10 cm haben. Und damit das nicht hochsteht oder raussteht, kürzen wir das auf 29,5. Das sind also nur ein paar Millimeter. Aber diese Millimeter können schon ausschlaggebend sein von der Optik her. So, das ist also die erste Seite. Jetzt kommt die zweite Seite und ihr werdet gleich die Systematik verstehen. Wieder bei 10 Falzen. So, jetzt gehe ich auf die 11,5 und falze, also 0,5 weniger als eben. Eben waren es bei der 12, jetzt bin ich bei der 11,5. Dann gehe ich zur 21,5, nämlich wieder 10 weiter. Und schneide ab bei 29 cm. Also diesmal 0,5 weniger als eben. 29. So, das ist die zweite Seite. Jetzt folgt die dritte Seite. Wieder anlegen bei 10. So, eben waren wir bei der 11,5, jetzt gehen wir zur 11 und falzen. Das heißt, wenn wir plus 10, gehen wir zur 21, weil wir wollen ja eine Fläche für die Fotos 10 mal 15 haben, beziehungsweise gleich mit dem Designerpapier natürlich immer ein bisschen weniger, aber okay. So, also wir waren jetzt bei der 21, haben gefalzt, jetzt gehen wir zur 28,5 und schneiden ab. Okay. Jetzt kommt die vierte und letzte Seite. Wir legen die DIN-langen Seite wieder bei 10 cm an. Und jetzt kommt halt das, was ein bisschen kruxig ist, aber gut. Jetzt gehen wir zur 10,5 und falzen. Die mache ich mir jetzt besonders, also die beiden mache ich mir nochmal besonders, also auch die 10, weil da habe ich immer so meine Problemchen. Ja. So, wir waren bei 10,5 und gehen jetzt zur 20,5. 20,5. Also Systematik verstanden. Und jetzt kürze ich mir das bei der 28. Okay. Das ist die vierte Seite des Albums. So. Jetzt kann der Papierschneider erstmal kurz weg, weil ne, ich jetzt erstmal sozusagen mit euch die Seiten nachfalze. Nachfalze. Da ist das Falzbein. So, ich hoffe, es ist für euch alles noch so verständlich gewesen. Bis hierhin. Ich glaube, für Mini-Album-Bastler war das jetzt noch nicht schwer. Ne? Das hat mich schon in Anführungsstrichen, also beim ersten Album war es schon so ein bisschen unsicher. Ich habe gedacht, so, was wird denn daraus? Aber es wird. Also das hat mich dann gewundert. Es wird. So. Ich falze das mir jetzt tatsächlich gut nach hier, weil ich kann mir nie merken, was eine Klappe und was eine Tasche wird. Deswegen falze ich das jetzt immer in beide Richtungen gut, um später Beweglichkeit im Album zu haben, wenn ich sie brauche. Okay? Weil in der Theorie könnt ihr euch das ja dann spontan überlegen, wo ihr eine Tasche haben wollt. Und wo ihr eine Klappe haben wollt. So, und dadurch, dass ich das jetzt hier eben so gut gefalzt habe,
hebt es sich auch wirklich gut hin und man hat mit den 0,5 wirklich keine Probleme zu falzen. So. Und ich habe auch gerade gefalzt. Das ist auch manchmal so ein bisschen tricky, ne? Aber es war gerade. Ich kann das jetzt in der Kamera nicht so hundertprozentig sehen. Ich hoffe, dass ich gerade geblieben bin. So, und dann habe ich hier schon mal diese Seite nachgefalzt. Jetzt kommt die nächste Seite. Das war jetzt das Cover, was ich gemacht habe. Und das Mini-Album wird im Endeffekt ein Querformat haben. Na, weil die meisten Fotos, die ich aufgenommen habe und rausgesucht habe, die sind halt im Querformat. Bedeutet also für uns, das hier ist in Anführungsstrichen unten, das ist oben, ja, wenn man das später aufklappt. Um zu kleben, achso, das ist nur Feuchtigkeit. Um zu kleben, lege ich es mir aber so hin. So, hier, das ist sozusagen später die Rückseite des Albums, weil ne, wir klappen ja so, ne? Dann ist das hier in Anführungsstrichen, ja, Seite, aber wenn man es zum Beispiel hochstellen würde, wäre das hier so der Part, wo in Anführungsstrichen die Bindung ist. Unsere Bindung ist einfach nur aufeinander geklebt. So, und zwar so, dass dieser Mittelsteg, der immer entsteht nach dem ersten 10 cm Bereich, der wird hier sozusagen immer reingeklebt. Und das hier sind entweder später Klappen oder Taschen. Die wechseln wir ab, damit das Mini-Album in sich interessant ist. Ja, fangen wir an. Also ich möchte zu Beginn, weil ich das halt so haben wollte, ein Gruppenfoto plus eine kleine Karte einkleben. Bedeutet, am Anfang kann ich keine Tasche oder Klappe gebrauchen. Heißt, ich fange an mit dem Einkleben, dass hier auf dieser Seite also dann später eine Klappe oder Tasche ist. Okay? Lege mir also diesen schmalen Part nach rechts. Jetzt nehme ich mir die nächste Seite, die war ja um 0,5 weniger hier nach den 10 cm. Die lege ich mir genau andersrum. Das heißt, dann habe ich hier den schmalen Bereich, hier den 10 cm Bereich. Und was machen wir hiermit? Natürlich, ne, hier, das ist wieder der Mittelsteg. Der würde wieder hier auf die Mitte kommen. Schmaler Bereich, um eine Klappe zu bilden. 10er Bereich hier für die Karte und letzte Seite kommt nach hier, wieder genau umgekehrt, 10er Bereich rechts, schmaler Bereich hier. Und diesen schmalen Bereich werden wir uns natürlich gleich dann in die richtige Richtung klappen, wenn wir geklebt haben, okay? So, jetzt fangen wir aber, bevor wir das machen, an. Und runden uns bei allen schmalen Bereichen schon mal die Ecken ab. Das fand ich nämlich sehr schön. Das mache ich jetzt einfach. Und ihr müsst aber wirklich darauf achten, dass das nur diese schmalen Bereiche sind und nicht die 10 cm Bereiche. Okay, weil da kann, das ist dann doof. Kann man natürlich dann als Deko verkaufen. Dann solltet ihr aber woanders auch nochmal einen 10 cm Bereich abrunden. Sonst sieht es halt nicht nach Deko aus, ne? Also, und gewollt. Kann man, wie gesagt, auch verstecken, solche Fehler. Aber man kann sie halt auch vermeiden. Nur so konzentrationstechnisch zur Kenntnis, ne? Beim Cover nicht. Da möchte ich persönlich die Ecken nicht abrunden. Das finde ich doof. Einfach nur doof. Okay? Ich habe keinen anderen Grund dafür. Ich finde es einfach nicht schön. So, dann nehmen wir uns jetzt Tombow. Todesmutig. Und kleben mit Tombow. Das heißt, ich nehme hier meine erstgefalzte Seite, also meine erste Seite mit dem 2 cm Steg. Mache mir hier auf diesen
Dann demnächst Mittelsteg, hier noch nicht so richtig mittig, aber gleich schon mittig. Kleber drauf. Und ich wollte ja, wie gesagt, die große Seite links haben. Das heißt, ich lege mir das genau hier in die Mitte, in die auch versuchen, in die Falzmitte zu legen, zwischen die zwei Falzkanten und mittig bei diesen 15,5. Das Cover ist größer als die Seiten. Das heißt, hier versuchen wir wirklich die Mitte zu treffen. Ich sag mal, wir versuchen, ne? Bei mir heißt es nicht immer, dass ich da erfolgreich bin, aber gut, ich versuche mein Bestes. So, ich höre mich wieder an, wie was weiß ich wer. Oh Gott, ich will das eigentlich gar nicht so erklären, aber mir fällt es jetzt im Moment so schwer, das nicht so theoretisch zu erklären, weil ich halt noch nicht so tief in der Praxis drin bin, um euch das praktisch zu erklären. Also erzähle ich euch die Theorie, was ich hier so mache. Ich klebe wieder und höre mich an, wie was weiß ich wer. So, was ich dann immer noch mache, natürlich hier die Seiten einmal nachziehen, schön falzen, nochmal, damit sie sich auch wirklich in dem Mini-Album gut liegen. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, ne? Ich mache es einfach. Ich bin ja... Also wenn mir jetzt einer sagt, das musst du gar nicht machen, dann ist es gut. Ist auch in Ordnung. So. Dadurch, jetzt lege ich mir das Mini-Album brav so hin, wie ich es immer haben werde. Das heißt, ich klappe mir jetzt die Klappen bzw. potenziellen Taschen so hin, wie ich sie brauche. Und dann habe ich erstmal den ersten Teil meines Grundgerüstes. So sieht es jetzt aus. Relativ simpel, wie ihr seht. Hält natürlich nicht zusammen, ist ja klar. Was brauchen wir dafür? Ja, genau, ein Magnet, den habe ich hier stehen. Mit meiner obligatorischen Pralinendose, die ich mir irgendwann mal dafür... Oh, was ist da? Ja, schon wieder passiert. Ich stehe ja mit Magneten manchmal auf dem Kriegsfuß. Aber das macht ja nichts. Bei Mini-Alben muss ich mich am Magneten gewöhnen, ne? So, den versuche ich tatsächlich sehr mittig aufzutragen. Oh, ja. So, jetzt kommt noch das bisschen trickige. Hinstellen das Mini-Album, hier so ein bisschen zusammenhalten, gegendrücken. Aber möglichst so, dass es eben nicht verrutscht. Nochmal hier gegendrücken und dann gucken. Ja, so, jetzt kann man hier nochmal... schön festdrücken, ja, auch noch mal drüber, damit es festklebt. Dann müsste es eigentlich zusammenhalten, ja, und auch relativ gerade sein. Bei mir ist alles immer leicht windschief. Das ist das Grundgerüst des Mini-Albums. Okay, 26 Minuten, wer sagt das denn? 26, ja. Also 26 Minuten und in der Theorie seid ihr fertig und ich bin ja jetzt nicht die Schnellbastlerin, das wisst ihr. Jetzt würde ich mich an die Klappen mit euch machen. Ich stelle aber kurz die Kamera aus, mache also einen kleinen Schnitt, damit mir die Kamera gleich nicht während der Klappen flöten geht. So, da bin ich wieder. Und wir schneiden uns erstmal die Grundflächen der Klappen zurecht. Erstmal der Länge nach, weil jetzt werde ich verschwenderisch, weil ich in dem Punkt
in Anführungsstrichen nie hundertprozentig weiß, wie ich das sonst anders machen soll. So, ich schneide mir jetzt erstmal einen Streifen 9,6. Den brauche ich auf jeden Fall zweimal. Also zweimal 9,6. Ihr werdet gleich sehen, ich bin wirklich verschwenderisch, ich gebe es ja zu. Aber ich kann das im Moment noch nicht anders. So, dann falte ich mir den bei einem Zentimeter und den anderen auch bei einem Zentimeter. Das ist eigentlich egal, von welcher Seite. Gut. Dann haben wir das. Dann gehe ich hin. Ich suche gerade was, mal wieder. Die Stanzen. Shit. Ich hasse das. Ich hatte doch die Stanzen zurechtgelegt. Ich brauche nämlich Bordürenstanzen. Ich brauche Bordürenstanzen. Und eigentlich, sage ich mal in Anführungsstrichen, habe ich mir welche herausgelegt. Dafür brauche ich die Big Shot. Die suche ich gerade. Ah, ich habe sie. Diese beiden nämlich. So, ich gehe jetzt erstmal hin und markiere mir etwas. Dann kann ich nämlich doch wieder schneiden und bin vielleicht etwas sparsamer als bei meinen eigenen. Also bei denen, die ich jetzt gemacht habe bisher. Ich lege mir das Lineal an bei der gezogenen Falz und messe mir 9,6 ab, weil ich möchte eine Fläche haben gleich zwischen der Falz und der Bordüre von 9,6 mal 9,6. Okay, so, das lege ich mir hier an und ziehe mir an dieser Stelle gleich für die Big Shot einen, genau, eine Markierung. So, da kommt also die Stanze dran. Das heißt, in der Theorie kann ich hier mal abschneiden und habe gleich nämlich noch ein Stück für die zwei weiteren Klappen, die wir brauchen. Da habe ich mir das gemacht, ne? Das ist jetzt Frau Winkler und das Lineal. Also Klappe Nummer 1 und Stück wahrscheinlich für die Klappe Nummer 2. So, das gleiche machen wir hier jetzt auch. Abmessen mal mit der 9,6. Markierung ziehen. Möglichst gerade. Auch das gelingt mir nicht immer. So, das ist ja eine ganz kleine Bordüre. Da markiere ich mir hier jetzt mal zur Vorsicht. Dann habe ich ein bisschen Verschnitt, aber jo, ne, ein bisschen Verschnitt ist immer. Dann kann ich aber hier abschneiden. Hoffentlich sehe ich das gleich auf dem Papierschneider, was ich hier gemacht habe. Mal gucken. So, dann schneide ich mir die jetzt erstmal ab. Und das mache ich jetzt tatsächlich das erste Mal so. Premiere, weil bei den anderen habe ich tatsächlich immer relativ verschwenderisch gearbeitet. So, Nummer 1, das war diese. Nummer 2, ich fürchte, man kann damit aber nichts mehr anfangen. Das war diese. So, dann brauche ich eine Klappe. Ja, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Ich habe falsch abgeschnitten, ich doofe Kuh. Sowas passiert auch nur mir. Wo sind die Lacher? Bitte sehr. Seht ihr, jetzt wollte ich materialsparend arbeiten und mach so einen Unsinn.
Ich habe es nicht gesehen, dass da die Falz ist. Ich habe es einfach nicht gesehen. Das ist doch echt peinlich. Das gleiche von vorne. Also seid bitte in dem Punkt konzentrierter und überlegt euch nicht verzweifelt. Oder ihr seid einfach so verschwenderisch wie ich in Anführungsstrichen. Ich habe sie mir schon zurechtgeschnitten, aber halt nicht so. So, das lasse ich jetzt so. Das ist ein Stück. Das ist diese Bordüre. So, dann brauche ich eigentlich ein Stück 9,2 mal 10,2. Das könnte hieraus gewonnen werden. Gucken. Das falze ich mir auch bei einem Zentimeter. Lege es auf die Seite und jetzt brauche ich ein Stück 7,6 mal 10 plus Bordüre. Einmal hier falzen. So, und da messe ich mir jetzt, waren es 10 oder 10,6? Ne, 10. Das waren 10. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwas benutze, was ich nicht benutzen möchte. Habe ich jetzt gerade mir auf Seite gelegt. So, jetzt markiere ich mir hier die 10. So, und hier weiß ich, da kommt nur die kurze Bordüre dran. Also zack, hier einfach mal da, zack. So, jetzt schneide ich die richtige Linie ab. So, dieses Stück 7,6 mal 10 wird mit dieser Bordüre versehen. Dann das Stück wird mit dieser Bordüre versehen. Das sind dann später 9,6 mal 9,6 und das große mit der großen. Das ist übrigens aus dem letzten Frühjahr-Sommer-Katalog und die war, ich weiß nicht, ob die auch in diesem Set war. Keine Ahnung. Oh Gott. Ich müsste gucken, was Sizzix 148527A ist. Ich habe keine Ahnung. Nehmt einfach Bordüren stanzen. Ich habe mir auch zwei neue gekauft. Die habe ich jetzt einmal die und einmal die. Da die fünf aber sozusagen identische Mini-Alben von mir bekommen sollen oder von uns, probiere ich die beim nächsten Mal aus. Aber ich bin auf den Geschmack der Bordüren gekommen. Das heißt, ich gehe jetzt zur Big Shot, stanze das aus und bin dann gleich wieder da. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Und wie ihr seht, sind die Bordüren ausgestanzt. Hier muss ich mir nur diese Dinger rausmachen. So. Das ist mir eigentlich relativ gut entgegengekommen, erstaunlicherweise. Mit der Stanze hatte ich nämlich die letzten paar Male durchaus ein paar Problemchen. Die wollte nicht so, wie ich wollte. Aber gut. Jetzt gucke ich mir hier nochmal die Rückseite an. So. Hier würde ich mir tatsächlich nochmal
jeweils einen Streifen Bordürer ausstanzen, um sie dann dagegen zu kleben, weil das Geriffelte fühlt sich echt blöd an. Das merkt man hier bei der Stanze nicht so. Hier merkt man es aber. Moment. So, ich bin wieder da. Hier ist mir leider beim Falzen sozusagen der verrutscht. Ich muss dann gucken, wie das ist, wenn ich das draufklebe. Das sehen wir ja jetzt gleich. Hier, das ist schön gerade geworden. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal. Ah, das fällt aber dann im Zweifel gar nicht auf. Ja, das fällt nicht wirklich. Ich denke, wenn ich dann drüber klebe, hoffentlich nicht auf. Weil das wird ja eine gerade Kante. Okay. Klappt schon irgendwie. Das heißt, dafür nehme ich mir jetzt den VWS-Kleber. Das ist nämlich jetzt sozusagen das Erste, was ich mache, um diese Lasche zu ein bisschen zu verstärken. Dann wären die beiden Kanten auf jeden Fall mal verstärkt, was beim Umblättern dann angenehmer ist. Das kann ich leider bei den Blättern nicht machen. Daran hatte ich halt nicht gedacht, als ich das konzipiert habe, weil ich kann das nicht umdrehen. Also, ne? Ist doof. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Okay, das heißt, der bleibt jetzt so. Wir falzen jetzt erstmal nach. Und zwar alle drei Klappen. Und die müssen sich richtig gut bewegen. Also mache ich das jetzt mehrfach vorsichtig hin und her, damit mir der Cardstock halt nicht bricht, aber der Cardstock schön beweglich wird. Jetzt brauche ich einen Radiergummi, der nicht an seiner Stelle liegt. Warum liegt der Radiergummi nicht an seiner Stelle? Eben hatte ich ihn in der Hand, das weiß ich. Gefunden. Er lag fast an seiner Stelle. Er war verdeckt. So. Nummer 1. Jetzt kommen die ganzen Bleistiftspuren, die werden jetzt wegradiert, damit man sie nicht sieht. Ich meine, das ist hier jetzt bei dem marineblauen Cardstock nicht so schlimm, aber bei einem helleren natürlich schon. Diese Klappe müssen wir noch bearbeiten. Und zwar runden wir uns da einfach nur die Ecken ab. Ich mag abgerundete Ecken. Jetzt wird hier brav, auch wie bei den anderen, schön gefalzt. Gleich zeige ich euch, wo die dran kommt. So. Mit der fangen wir nämlich auch an und die kommt hier an diese Klappe. Und zwar wird diese Klappe so in das Album hinein. Man macht es auf. Und so kommt diese Klappe dann dort dran. Okay. Ja, passt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell für euch. So. Das, was ich jetzt mache, ich schneide mir hier zack die so ein bisschen schräg. Habe ich übrigens bei den anderen Mini-Alben immer vergessen, weil ich so aufgeregt war. Ich bastel ein Mini-Album. So, Tombow. Ihr merkt, ich mache das tatsächlich im Moment gerne mit Tombow, weil ich mich dann halt in Anführungsstrichen noch bewegen kann mit den Projekten. Wenn man mehr Übung hat, kann man das bestimmt auch mit doppelseitigem Klebeband machen. So, die Klappe kommt jetzt hier oben dran.
schön gerade an die oberste Seite dann sozusagen der Klappe. Schön festdrücken. Ich drücke sie auch noch mal von der anderen Seite fest. So, und jetzt schräge ich mir hier auch die Klebelaschen an. Ich habe es richtig gemacht, ne? Öffnen, zack, ja. Hier kommen jetzt wieder Magnete hin. So, wir fangen jetzt an, die Klappen vorzusehen. Und ich fange tatsächlich bewusst mit dieser kurzen Klappe an. Die kommt nämlich hier hinten auf die letzte Seite. So, das wird eine Tasche. Ah, wir müssen noch eine Klappe schneiden, fällt mir gerade auf. Das machen wir aber dann später. Das hier wird ein Klappelement, und zwar dieses Klappelement. So, das kommt tatsächlich auch hier auf diese Seite. So. Klappe. Hier, das ist auch eine Klappe, und da kommt jetzt dieses Klappelement noch dazu. So, und wieder Klappelement. Das wird eine Tasche. Hier haben wir den Beginn. So, und jetzt schneiden wir uns noch ein Stück zurecht. In 10,6. Mal 14,6. Und wir falzen uns die lange Seite bei einem Zentimeter, sodass im Endeffekt das Maß 14,6 mal 9,6 entsteht. So, und das wird jetzt hier auch noch eingeklebt, und zwar zu der letzten hinteren Tasche. Also hier, das gibt die Tasche. Weil hier haben wir ja ein Klappelement. Das heißt, wir kleben diese Lasche hier oben an. Und zwar so, wie sie halt auch ist. Da runde ich jetzt nichts ab. Okay, so. Jetzt ist das Grundgerüst des Mini-Albums tatsächlich fertig. Und ich glaube, ich bin tatsächlich schon relativ lang in meinen Klebesachen. So, also, wir machen auf. Haben einmal eine große Seite, zweite große Seite, dritte große Seite. Das wird eine Tasche für Tags oder was weiß ich was. Große Seite, große Seite, große Seite. Klappe nach unten, Klappe zur Seite, große Seite. Diese Klappen werden wir mit Klammern halten. Große Seite, große Seite, große Seite. Klappe nach unten, Klappmechanismus, Klappmechanismus, zack, große Seite. Zugehalten mit einer Klammer an der Seite. Große Seite, große Seite. Klappmechanismus nach oben in groß, zack, Tag-Tasche. Große Seite. Klappmechanismus, große Seite. Das ist das Mini-Album. Wie gesagt, also basierend auf einem Video von der Kreativpause, von mir durch diverse Klappmechanismen erweitert, sodass wirklich viele Fotos reingehen. Das ist mir dann hinterher aufgefallen, es sind schon einige Fotos verbraucht worden von mir. Aber ich hoffe, genau das wird den Mädels und Jungs, die das bekommen werden, gefallen. Tschüss, eure. Also Fortsetzung folgt in dem Video
Dekoration oder Aufbringen des Designerpapiers und Zumachen der Taschen, ne? Also Teil 2 sozusagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch Teil 2 schauen würdet. Tschüssi!